Ah, genau, Rooted Interface Pipe. Super, haben wir sogar noch alles da, was wir brauchen. Perfekt. So, dann werden wir das hier so machen. Gut. Und dann haben wir hier noch einen Item Responder Chip. So, der Item Extractor Chip ist dazu da, Items aus einem Inventar rauszuziehen. Wir werden jetzt mal einen Rechtsklick mit denen machen. Und dann haben wir hier Filter. Den müssen wir einstellen. Hier steht es momentan auf Whitelist. Und eine Whitelist ist, dass nur das zugelassen wird, was auf dieser Liste draufsteht. Das wäre aber in unserem Fall hier gar nichts. Also nichts steht auf der Whitelist, das heißt, da würde nichts rausziehen. Wir klicken hier einmal drauf, dann steht da Items are blacklisted. Blacklist ist, wenn alles erlaubt wird, außer dem, was hier draufsteht. Genau das wollen wir. Wir wollen nämlich, dass der alles aus dem Inventar rauszieht und nichts ausgeschlossen wird. So, jetzt sind diese 12 Item Extractor Chips darauf ausgerichtet. Wir können mal hier gucken auf die 6. Die sind Mode Blacklist. Und wenn wir mal die 6 angucken, dann sind die auch Mode Blacklist. Also der ganze Stapel, den wir in der Hand hatten, der wurde jetzt gleichzeitig umgestellt. So, das ist ein Extractor Chip. Genau, und davon rechtsklicken wir jetzt hier drauf, auf diese Pipe. Und wenn wir uns das mal angucken, dann ist hier ein Item Extractor Chip drin. Und der wird alle Items, die in dem Inventar drin sind, rausziehen. So, das werden wir jetzt erst einmal probieren. Ne, das werden wir noch nicht probieren. Wir machen das erst einmal noch anders. Wir haben hier ein Item Responder Chip. Der ist dafür da, Items zu empfangen. Da müssen wir auch Filter Mode wieder machen. Whitelist wollen wir aber Blacklist machen, dass der alles akzeptiert. Das werden wir noch ändern. So, Filter Mode Blacklist, der wird also alles akzeptieren. Kommt hier rein. So, und jetzt müsste eigentlich alles, was hier verscrappt wird und hier rauskommt und durch diese Pipe rausgeholt wird, hier drin landen. In den anderen nicht, weil die nicht definiert sind. Die wissen nicht, was sie tun sollen. So, wir werden das jetzt erst einmal ausprobieren und uns irgendwas holen, was wir nicht mehr brauchen. Dirt zum Beispiel. Ein Stack Dirt. Und den haben wir jetzt in den Recycler rein und dann wollen wir mal gucken, was dabei passiert. So, eigentlich müsste jetzt hier mit einer Chance von 1 zu 8, da Scrap. Genau, da war jetzt Scrap und der war jetzt da drin und da guckt er auch, da darf er aber nicht hin. Tja, der fährt ja jetzt hier hin und her und sucht einen Weg, wo er hin darf. Aber er geht nicht dahin, wo er hin soll. Es scheint eine Chance von 1 zu 1, es scheint eine 50-50 Chance zu sein, wo er hingeht. Ne, jetzt hat er es gecheckt. Jetzt hat er es gecheckt. Jetzt hat der Responder-Chip geantwortet. Nee, hat er nicht. Mist. Oder doch? Es müsste eigentlich früher oder später da drin landen. Hm. Vielleicht brauchen wir da noch andere Pipes. Also praktisch Kreuzung, dass die immer nach rechts gehen. Also früher oder später wird es da hinten landen, weil es der einzige ist, der das akzeptiert. Aber es ist natürlich nicht so schön jetzt, ne? Wir machen mal so und verbinden die miteinander. So. Wenn der jetzt da durchgeht, zufälligerweise, die Chance scheint ja gleich zu sein. Das ist aber alles ein bisschen ungünstig jetzt. So, genau. Das ist das einzige Inventar, das es akzeptiert. Und deshalb geht es da rein. Früher oder später. Das ist natürlich unschön, dass die jetzt hier immer wieder in andere Inventare versuchen reinzugehen. Das wird sich aber hoffentlich ändern, nachdem wir hier Extractor-Chips reingemacht haben. Weil dann sind diese ganzen Pipes nämlich als Extractor-Pipes definiert und dann müssten die eigentlich an denen vorbeisausen, ohne überhaupt probieren zu wollen, reinzugehen. Weil da kann man ja auch nichts reinmachen. Das ist ja ein Slot des Inventars, wo man nichts reintun kann. So, jetzt gucken wir mal. Eigentlich müsste es jetzt besser laufen. Okay, jetzt müssen wir natürlich darauf hoffen, dass hier noch mehr Scrap hergestellt wird. Ansonsten... Na, jetzt probieren sie es oben. Jetzt probieren sie es oben. Nee, da probieren sie es trotzdem noch. Ist komisch eigentlich. Eigentlich dürften sie das nicht probieren. Wir werden das mal noch anders machen. Und werden diesem Item Extractor Chip, ja. Komisch, da sind nur Extractor Chips. Warum funktioniert denn das jetzt hier nicht so richtig? Wir haben hier noch Extension Pipes, Interface Pipes. Wir machen mal nur Transportation. So, dann haben wir nur dieses Project Red Transportation. Rooted Junction Pipe. Rooted Interface Pipe. Rooted Request Extended.
Also früher oder später wird es hier landen, aber es dauert mir ehrlich gesagt zu lange, bis es hier landet. Es scheint mir irgendwie ein bisschen willkürlich. So, weil hier gehen die immer noch lang. Ist komisch. So gut, Item Responder Chip müssen wir aber noch umstellen, denn wir wollen nicht, dass der alles akzeptiert. Der soll nämlich Scrap nicht akzeptieren, ansonsten werden wir den Scrap doppelt verarbeiten. So, Blacklist Scrap. Der wird jetzt alles akzeptieren, außer Scrap. So. Filtermode Blackness, Filter Scrap. Genau. Und das kann jetzt alles hier oben rein. Dann werden die nämlich alles akzeptieren zum Verscrappen, allerdings kein Scrap selber. Das wäre ja auch sinnlos. Was soll das für einen Sinn machen, wenn man Scrap verscrappt und dann doppelt verscrappt? Das ist ja total witzlos, das wollen wir ja nicht. So. Ach ja, und hier auch noch. Gut, dann müsste das eigentlich alles soweit klar sein und es dürfte kein Scrap in diese Recycler reingehen, aber dafür alles andere. Dann brauchen wir allerdings noch eine Pipe, die andersrum geht. Wir brauchen noch eine Routed Interface Pipe, allerdings mit einem Extractor-Chip, der nämlich die Sachen aus der Chest rausholt. Das wären dann die Sachen, die wir verscrappen wollen. Das müssen wir ja auch noch machen. Gut, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Mann, geh doch mal weg. Was soll denn das immer? Na schön, wir werden also nochmal eine von diesen Pipes bauen müssen. Routed Interface Pipe. Bauen wir noch eine. Und dann müssen wir auch nochmal einen Item Extractor Chip bauen. Mist, wir haben nicht mehr genug Cyan Luma. Mann. Cactus Green haben wir aber noch. Gut, es wird alles gut. Es wird alles gut. So, dann haben wir hier noch Lapis. Cyan Dye. In Ordnung. Item Extractor Chip. So, Cyan Luma. Sehr schön, jetzt haben wir schon wieder kein Glowstone. Das gibt's doch alles gar nicht. Null Logic Dingens haben wir. Und dann gucken wir mal, wir brauchen wieder ein Iron Ingot. Und wir haben kein Iron Ingot. Das ist doch nicht wahr, oder? Das ist doch nicht wahr. Das kann nicht wahr sein. Wir haben auch nur 6 Iron Ore Berries. Vielleicht finden wir aber unten noch 3. Wenn wir unten noch 3 Iron Ore Berries finden, dann können wir uns die selber herstellen. Also das, dann können wir uns selber unser Iron Ingot machen. Ja, können wir. Sehr schön. Oh, meine Fresse. Meine Fresse. So, das kommt erstmal alles wieder raus. Dann machen wir uns hier ein Iron Ingot. Und dann können wir ein Item Extractor Chip bauen. Sehr schön. Und dann bauen wir uns auch noch eine Chest. Wunderbar. Gut. Dann müssen wir uns erstmal einen Platz für die Chest suchen. Hoppala. Ja, da ist aber ganz schlecht. Das macht sich da jetzt nicht so gut. Die wollen wir da nicht haben. So, komm mal her. Die wollen wir von mir aus. Im Prinzip kann die dahin. Das ist nicht so wichtig, wie das jetzt ästhetisch aussieht. So, noch eine Routed Interface Pipe und ein Item Extractor Chip. Den machen wir auch auf Blacklist. Okay. Kommt da rein. Gut, und jetzt müsste eigentlich alles funktionieren soweit. So, jetzt holen wir uns mal viel Zeug, was wir nicht brauchen. Also wirklich viel Zeug. Ich glaube, Cobblestone haben wir viel. Wir haben sogar Double Compressed Cobblestone. So, das ist schon mal viel. Dabei werden wir es jetzt erst einmal belassen. Wir werden uns wahrscheinlich noch einen Cobblestone Generator machen, um unendlich viel Zeug für die Scrap-Maschinen zu haben. So. Genau, der arbeitet. Ach ja, das haben wir jetzt ganz vergessen. Wir müssen hier noch eine dazwischen machen. Falls der nämlich, falls der nicht genug Platz hat. Ja, das ist jetzt aber schlecht. Warum eiern die immer noch so in den Pipes hin und her? Also dahingehend werde ich nochmal versuchen, mich zu erkundigen, was wir da jetzt noch besser machen können. Ansonsten finde ich das System eigentlich ganz gut. Wir brauchen irgendwie Einwegpipes. Wir brauchen Einwegpipes. Aber wie machen wir das am besten? Ich kenne jetzt natürlich nicht alle Pipes von Project Red und ich weiß noch nicht, was alle Chips machen. Extractor, Broadcaster, Stockkeeper, Crafting Chip.
Rooted Junction Pipe, Rooted Interface Pipe, Rooted Crafting Pipe, Rooted Request Pipe, Rooted Extension Pipe. Die sind aber alle denn schon recht teuer, ne? Ja, also die brauchen alle Diamanten und so. Ich verstehe nicht, warum die alle so teuer sind. Sind alle sehr teuer, aber gut, was soll's. So, aber wir sehen... Oh, der Kompressor war jetzt voll. Der Recycler war voll, meine ich. Und deshalb geht es jetzt in ein anderes Inventar rein, richtig? Aber warum geht es denn nicht in das nächstbeste Inventar? Warum ist es denn da jetzt nicht reingegangen? Item Responder Chip. Ja, ist doch in Ordnung. Kann doch da rein. Hä? Das verstehe ich aber nicht. Warum geht es da nicht rein? Müssen wir da eine Priorität festlegen? Wir machen mal Rooted Interface Pipe. Holen wir mal kurz den Item Responder raus. Und stellen den... Preference? Stellen den hier hoch. So. Jetzt hat er Preference 1. Was bedeutet denn das jetzt? Jetzt ist hier Cobblestone drin. Das ist doch dämlich. Ach man, warum funktioniert denn das nicht? Das geht in keine anderen Sachen rein. Verstehe ich nicht. Der ist doch jetzt hier Filter Mode Blacklist. Filter Scrap. Genau. Alles außer Scrap darf reingehen. Verstehe ich nicht. Guckt euch das an, wie das hier abgeht. Jetzt sehe ich schon wieder Cobblestone drin. Kann doch gar nicht sein. Darf doch gar nicht sein. Ach Mann, das verstehe ich aber nicht. Das müsste doch eigentlich da reingehen. Filter Scrap, Filter Mode Blacklist. Das ist doch alles in Ordnung, ist doch alles richtig. Hier ist ja schon wieder Cobblestone drin. Also das stimmte jedenfalls nicht, was wir eben gemacht haben. Preference machen wir wieder auf 0. So, warum geht hier Cobblestone rein? Der sieht es nicht als Inventar an, richtig? Der checkt es nicht, dass es ein Inventar ist, wo man was reinmachen kann. Ah, ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Aus irgendeinem Grund checkt er nicht, dass das ein Inventar ist. Ich meine, bei dem ersten schon, aber bei den anderen nicht. Vielleicht müssen wir das auch einfach ganz anders machen. Dass wir zwei Systeme machen. Dass wir nur die Eingänge als ein System machen und dann nur die Ausgänge als ein System machen, als ein einzelnes System. Dass wir die nicht alle zusammen machen. Oh, jetzt arbeitet ein anderer auch. Jetzt arbeitet der hier auch. Ist ja komisch. Aber warum nimmt der hier Cobblestone auf, verdammt? gut, wir machen den mal anders. Item Responder Chip, Filter Mode Blacklist. Ach, ist doch... Quatsch. Wir wollen den... Das ist doch völliger Schwachsinn, was ich hier gemacht habe. Wir wollen eine Whitelist machen mit Scrap. Dann akzeptiert er nur Scrap. So, das wollen wir machen. Keine Blacklist mit Scrap, sondern eine Whitelist mit Scrap, verdammt. So, Whitelist Filter Scrap. Genau, dann ist Scrap das Einzige, was er aufnimmt. Was er akzeptiert. Das wollen wir. Und hier haben wir überall Blacklist Scrap. Genau. Die sind total verwirrt hier, die Dinger. So, jetzt nimmt das Scrap auf, aber dürfte eigentlich kein Cobblestone aufnehmen. Warum läuft es nicht in das Inventar rein hier, verdammt? Filtermode Blacklist. Filter Scrap. Ja. Bekommt alles außer Scrap. Ist doch richtig. Verstehe ich nicht. Warum funktioniert denn, warum geht denn kein Cobblestone rein? Cobblestone geht rein und dann irgendwie wieder raus. Sehr merkwürdig. Filtermode Blacklist. Eine Blacklist ist, wenn man etwas nicht haben will. Und der Filter ist Scrap. Ja, ist doch richtig. Das verstehe ich nicht. Und ich verstehe auch nicht, was das soll, wo die sich befinden. Also in welchem Slot die drin sind. Oder ist es wichtig, in welchem Slot die drin sind? Ich dachte, ich kann euch jetzt was erklären, aber anscheinend kann ich das nicht. So, Item Extractor und Item Responder. Ja, das ist doch richtig. Und hier machen wir den Item Extractor, den machen wir dahin. So, wir machen die einfach mal alle nach unten. Dann machen wir das, was hier rausgeht, nach unten und dann machen wir den Responder auch nach unten. So, funktioniert denn das jetzt? Ich weiß nicht, funktioniert das jetzt? Wenn wir die nach unten machen? Nee, dann ist immer noch nicht eindeutig anscheinend. Es ist anscheinend immer noch nicht eindeutig. Ach Gott.
Extractor-Chip nach unten, Extractor-Chip nach unten. Ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt. Wahrscheinlich nicht. Oh Gott, was ist denn hier nur los? Das dauert ja ewig auf so eine Art und Weise. Ich wollte eigentlich ein schnelles System haben, was mir jetzt nicht zu viel durcheinander bringt und was zuverlässig ist. Aber irgendwie scheint es ja jetzt nicht zu 100% so zu funktionieren, wie wir das haben wollen. Das sind die Responder, genau. Die responden zu dem und das sind die Extractor, die extracten zu dem. Ja, na, ist doch richtig. Oder Moment. Moment mal. Preference 1. So. Whitelist Scrap. So. Preference 1. Und dann machen wir den hier, den Extractor, auch auf Preference 1, oder? Das fände ich jetzt logisch. Ach nein, das war jetzt Quatsch. Extra Orientation Default. Da können wir ja gar keine Preference machen. Das ist ja scheiße. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Wir können nur hier Preference machen. Aber bei dem hier können wir kein Preference machen. Da können wir nur Extract Orientation. Oh weh. Oh weh, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Früher oder später kommt es an, aber es ist nicht sonderlich gut aufgebaut. Ich sage euch was, ich werde es bis zum nächsten Mal irgendwie etwas verbessern. Ich hatte jetzt gehofft, ich kann euch was Schönes zeigen, aber dem ist nicht so. Naja gut, ist ja auch egal. Wir haben schon einen guten Fortschritt gemacht, ein gutes Stück Fortschritt. Ich werde mich damit noch weiter beschäftigen und euch beim nächsten Mal mit Sicherheit eine elegante Lösung zeigen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.